Und da bin ich wieder. So. Ja, mal kurz gucken. Oh, hier drei. Achso, genau, hier. Der letzte Ding war ein bisschen zu viel. Können wir also eigentlich direkt. So. Oh, ich bin voll. Warum tue ich schon wieder so? Save. So, nur 300. Verstehe ich gar nicht. Da so viele Objekte in der Gegend? Goddammit. Weil das immer so am meisten runterzieht. Sobald wir hier in der Nähe von der Stadt kommen und oh hier und hier die Gebäude geladen werden, die Dinger hier vor allen Dingen, die ganzen Objekte, weil halt jedes Fach ist halt so ein Objekt, also hat halt ein Entity, das ist ja das, was dann immer hier oben links steht, und dementsprechend, gerade wenn man halt von diesen ganz vielen kleinen Fächern ganz ganz viele hat, hat man halt sehr viele Entities, und das kann dann sehr schnell dafür sorgen, dass halt einfach ja, die, wie gesagt, Mindtest und Entities, also, oder anders gesagt, die Entities in Mindtest sind halt sehr ressourcenintensiv. Und wenn du davon halt zu viele hast, dann geht es halt sehr schnell in die Framerate. So, sollte aber gar nicht weiter stören. Wir können aber noch mal ein bisschen weiter runtergehen mit der Sichtweite. Schon ist es wieder easy. So, hier mal gucken. Wir wollen hier einmal letztendlich müssen wir hier einfach erstmal nur das machen, das Gegenteilige, was wir drüben gemacht haben, also schräge runter. So, dann nach da. Ich glaube, ich möchte es euch mal kurz zeigen, wie das ungefähr aussieht, wenn man nicht aufpasst. Also angenommen, ich achte jetzt nicht darauf, wo Punkt 1 und Punkt 2 ist und sage einfach, ich möchte hier Punkt 1 haben und hier Punkt 2. Oh, das war ein bisschen zu hoch. Ne, und jetzt sage ich, okay, ja, das bitte gerne speichern. Bam. Und jetzt sage ich mein Borsch. Das soll mal laden und sage jetzt, okay, das müsste jetzt eigentlich hier sein. Und wenn ich jetzt aber sage, also hier im Blocken sitzen, so. Und jetzt aber sage, okay, lade hier, bumm, verkackt. Und das ist halt genau das Problem. Hier ist Position 1 und da Position 2, das interessiert WorldEdit aber gar nicht. Sondern in dem Moment, wo du sagst, okay, hier Punkt 1, bitte laden, lädt er es immer so, wie als wenn das die niedrigste Position ist. Also da ist plus Z und da plus X, also lädt er auch in diese Richtung. Also in diese Richtung quasi. Ne, nach da und nach da. Und deswegen ist es immer sinnvoll, den ersten Punkt so weit wie möglich im Süden und so weit wie möglich im Westen zu haben. Also da, wo die X-Koordinate und die Z-Koordinate am niedrigsten sind, weil die immer nach Plus ausgerichtet werden. Und das ist halt ein Fehler, ja, den man leider sehr schnell machen kann, weil das halt auch nicht sehr gut beschrieben ist, oder eigentlich so, weiß ich gar nicht, ob dieses Phänomen überhaupt beschrieben ist. Ja, das ist halt so ein bisschen ein Problem. Das Traurige ist halt, es gibt es halt auch in WorldEdit nicht einfach so, ja, mach mal rückgängig. Von daher kann man da sehr schnell sehr viel falsch machen. Und das ist auch übrigens einer der Gründe, ne, weil es gibt mehrere solcher Stolperfallen. Und das ist einer der Gründe, weswegen ich zum Beispiel auf meinen Servern ungerne WorldEdit-Privileg gebe.
Weil wie gesagt, es gibt mehrere solcher Stolperfallen. Und ne, hier, das wäre jetzt ein kleiner Bereich, aber wenn man dann zum Beispiel hier hinten das gesamte Haus speichert und das dann irgendwo reinlädt und das dann auf einmal ganz woanders ist, als man eigentlich hinhaben wollte, dann kann es schon hässlich werden. Vor allen Dingen, wenn da, wo er es hinmacht, noch andere Sachen waren und die dann damit einfach überschrieben werden. Deswegen muss man da halt tierisch aufpassen. Und deswegen ist halt World Edit sowas, wo ich wirklich immer dreimal überlege, bevor ich einen Befehl ausführe, ob es auch wirklich richtig ist, was ich gerade mache. So, das heißt, wir müssen hier Punkt 1 setzen. Und hier Punkt 2. So, überprüfen. Das plus, genau. So, dann können wir jetzt einmal speichern. Und jetzt können wir das dann nutzen, um zu laden. Hier wäre der nächste. Mache ich mal da so ein Ding hin. Bam. Und schon ist es perfekt. Richtig. So, da. Da. Wie gesagt, müssen wir aber jetzt mal gucken, wie tief wollen wir überhaupt? Wir sind jetzt schon bei 20. Hier geht nochmal ein Stück auch hoch und runter. Okay, jetzt nochmal doch nochmal wesentlich tiefer. Ja, komm, wir folgen einfach komplett dem. Aber nee, ich würde tatsächlich hier. Die Kuhle würde ich tatsächlich nicht machen. Hier füllen wir einfach auf. Wir müssen aber hier bis auf die Ebene runter. Das ist 16,5. Also noch zweimal runter. Die dreimal runter. Wo war ich jetzt da? So. So, und jetzt noch einmal runter. Ich mach diese jetzt mal weg. Danke. Ich verstehe auch nicht, warum man bei dem Borsch nicht die Umrandung sieht. Das ist so. Warum sehe ich nicht, welcher Block markiert ist? So, wer kommt auf die Idee? So, wer ist so brutal? Das ist nicht nett. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube. Am liebsten würde ich das so machen, dass man, wenn man hier einfügt, der quasi die Straße nach dahin auffüllt, so wie wir es drüben gemacht haben, wo wir es ja in die Richtung auch einfach vorführen konnten. Geht jetzt natürlich nicht, weil wie gesagt, es geht immer in die Richtung. Wir machen es also einfach als ganz viele kleine Slices. Dann nehme ich einfach hier. Save. Also. Eins. Erstmal markieren. Wäre völlig ganz sinnvoll. Zwei. Save. So, und jetzt können wir das Slice hier überall einfügen. Indem wir sagen, es wird hell. Indem wir hier sagen, bam, ne, aber immer hier so schöne kleine Slices. Überall damit kannst ja nicht arbeiten. So, easy. Gut. Sieht schon besser aus. Bam, bam. Da, 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 da. Und man muss übrigens auch aufpassen, teilweise werden so auch fliegende Objekte. Okay, bei dem tatsächlich nicht. Weil es gibt nämlich auch bestimmte Sachen, ne, weil so wie halt beim Gras, dass dann halt das Gras auch als Block erkannt wird. Gibt es halt auch bestimmte Sachen, dass du das auch Entities anvisiert werden können. Dementsprechend, wenn du dann quasi diesen Bosch benutzt, also wie gesagt. Beim Borch ist es jetzt nicht so, aber bei bestimmten anderen Sachen. Wenn du das Werkzeug benutzt und dabei auf so ein Entity klickst, wird quasi der Block, in dem dir das Entity ist, als Block genommen und nicht das, wo man eigentlich hinzielt. So. Komm, ich zieh einfach gleich direkt durch hier. Ja. Macht ja gar keinen Sinn hier.
Hat mich auch Bäume auf abfällen. So, der Baum kann bleiben. Da ist die Flucht. Das heißt, du musst weg. Du musst weg. Rest kann da erstmal bleiben. Du musst weg, du musst weg, du musst weg, du musst weg. Und hier, du musst weg. Du musst weg. Ist so richtig? Ja, genau. Das heißt, du musst weg. Du musst weg, du musst weg, du musst weg. Du musst weg, du musst weg. Das nochmal später. So. Und jetzt gehen wir hier erstmal einfach lang. Ich merke gerade recht gar nicht. Ich habe noch irgendwelche Blöcke hier. Oh. Da hat der Create jetzt aber neu gestartet. Interessant. Warum das? Ist er schon wieder abgestürzt oder was? Immer noch paar Dörrblöcke einfach. Die sind am schönsten, die machen Spaß. Die können wir nehmen. So. Hey, komm her. Hey, komm her. Ich hatte, kommst du, Theodor? Gibt dir eine Klatsche. So. Und jetzt können wir einfach hier lang laufen und die gesamte Fläche einfach mal. Macht keinen Sinn. Weil du müssen weiter die ganzen weißen Linien nachzeichnen. Nee, okay, machen wir später. Erstmal machen wir die weißen Linien bis nach da unten, damit wir wissen, wie das da denn, wie denn die weißen Linien weitergehen. Dazu mache ich erstmal hier sowieso mal ein bisschen sauber. Wo ist unser Schwert? Warum ist denn unser Inventar so voll? Hier kommt mal alle nach da. Brauche ich noch irgendwas? Ja, die ganzen Schrägen. Geht gar nicht. Das ist ja nicht so geil. Egal. Clear. Ach, okay, das wird auch eh auch gelöscht. Gut. Dann bräuchte ich noch mal Sandstone. Dich und dich und dann noch mal das Schwert, damit wir hier ein bisschen sauber machen können. Ja, nicht wundern, wenn ich hier ab und zu mal ein bisschen dabei rumsumme. Normalerweise, wenn ich solche Sachen mache als Admin, dann mache ich das ja alleine. Ich meine, im einsamen Kämmerlein. Sprich also, ohne dass ich dabei rede, die ganze Zeit. Und höre dann während dabei Musik. Das ist berühmt. Aber jetzt habe ich keine Musik, weil ich es als Let's Play mache. Das ist ja deprimierend. So, hier unten ist noch schon voll alles. Wie wir jetzt auch mal die ganzen Scheiße wieder einsammeln. Ach, so Kacke. So viel Kacke. So, dann haben wir das schon mal. Ich meine, eigentlich geht es sogar fast komplett ohne weiße Linie, ne? Aber ich will schon gerne, dass es richtig Straße ist. Ja, komm, wir machen mit weiße Linie. So, jetzt mache ich aber ganz ehrlich, damit es einfach mal, ich glaube, das geht so einfacher. Platzieren wir einfach erstmal nur die Blöcke. Damit wir schon mal wissen, in welchen Abstand die Linie kommt.
So, das heißt, Basement-Tool. Und dann passen wir die Schräne quasi dann später einfach nochmal an, wenn wir dann wissen, wo was ist. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Kopieren. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oh, hier passt sogar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, ja. Was? So, dann gucken wir mal, ob das alles richtig ist. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Okay. So, jetzt können wir die ganzen Schrägen machen. Das geht ja ganz easy. Indem ich einfach sage, achso, müssen wir jetzt mal wieder, achso, hier. Müssen wir jetzt mal einmal schräg platzieren. Das machen wir am dümmsten hier, denn hier brauchen wir beide. Hopp, hopp. So. Du nach da und du nach da. Und jetzt wirst du kopiert, eingefügt. Und eingefügt. Eingefügt. Und eingefügt. Kopiert. Ja, ich so geht's viel schneller. Hätte ich bei der anderen Seite auch mal so machen sollen. Voilà. Okidoki. Und jetzt haben wir hier unten das letzte Segment. Und da haben wir jetzt wieder 1, 2, 3 und 1. Oh. Oh, 402. Das ist ja. Mal hier noch schnell, damit ich dann ein kopierfähiges Element habe. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, perfekt. Und jetzt kann ich hier wieder sagen 1. Oh ne, kopiere ich den Baum mit. Nicht gut. 2, so gerade unterm Baum, okay. So, und jetzt stecken wir das Ganze wieder, bis der Arzt kommt. Wo habe ich denn Stack da? So, eins, das geht bis da vorne. Eins, zwei, machen wir erstmal 10. Ganz langsam rantasten, nicht, dass ich da die Gleise zerstöre. 13. Ah, machen wir 14, 15 müsste auch gehen. 16 geht auch noch. Und ich merke gerade, ich bin viel zu hoch. Wir wollten ja hier runtergehen. Irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr wo. Genau, hier geht es nämlich noch. Ja, okay. Das heißt, hier geht es nochmal einmal runter. Da kopiere ich jetzt einfach mal. Haben wir irgendwas ohne Markierung? Ja, hier. Ein, eins und. Jetzt haben wir auch den Borsch gar nicht mehr. Egal. Das bisschen können wir auch perlend machen. So, und zwar kommt einmal hier hin. Da ist also die 1 und dann laden wir. So, damit ist das hier alles wieder für die Katz. Das kommt erstmal wieder weg. Eigentlich kann ich auch gleich hier runter gehen. So. Oh, hier drunter, hey.
Aha. Da hatte Toadie wohl erstmal was anderes vor. Scheinbar. Interessant. So, jetzt brauchen wir 1, 2. Wir sind 1, 2. Also haben wir ungefähr hier. So, ab hier. Dann haben wir zwei Lücken. So, dann das hier speichern. Jetzt ab hier. Vielleicht sollten wir doch einen Brosch holen. Eins. So. So. Ne, so macht man Sachen, wenn man keinen Brosch hat. Einfach. Eins. Laden. Eins laden. Ob ich hier noch mal eins runter gehe, müsste ja, damit ich hier besser rauskomme, ne? Genau, das heißt, hier gehen wir noch mal eins runter. Also eins, zwei und das Ganze wieder speichern. Das kommt danach. Ich würde mal sogar sagen, ich mache das Ganze hier. Eins und laden. Ja, perfekt. Und dann können wir wieder unser eins, zwei speichern. Und jetzt wieder hier. Eins. Und das geht jetzt ran bis an die Gleise. Und das müsste jetzt schon ziemlich genau dran sein. Perfekt. Können wir hier noch die Erde wegnehmen? Und dann muss Toadie mal gucken, wie er das Ganze. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Es tut mir so leid. Wie er das Ganze integriert. Das muss er dann mal schauen. Oh, eine Tut-Tut-Eisenbahn. So, jetzt müssen wir uns noch um die ganzen Bäume hier kümmern. Was ja sogar relativ easy ist. Solange man andere Tools hat. Na gut, die sind jetzt auch ganz schön abgeschnitten. Ja. Ich nehme die hier mal weg. Platziere sie einfach noch mal neu, damit sie noch mal neu wachsen können. Dann einmal da, einmal da. So, und hier genau das gleiche. Du kommst einmal weg und bist neu platziert. Ah, die ist auch schon abgeschnitten. So.
So ist gut. Okidoki. Da haben wir doch hier die Straße soweit fertig. Ich präsentiere die Autobahn. Hat mal schneller hier was denn los, Mann, da können. Gut. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht. Das ist doch ungefähr genau so, wie ich mir es vorgestellt habe. Die Strichlinie sieht doch überall gleichmäßig aus. Wir haben uns also in Jungs so vertan. Cool. Wolke. Guck mal nochmal. Aber sieht eigentlich überall richtig aus. Ja. Perfekt, perfekt. Gut, und jetzt müssen wir das Ganze nur noch in die Richtung hier weiterbauen. Mindestens halt so weit, bis wir hier beim Weg sind. Ich würde es wahrscheinlich einfach hier. Na, mal gucken, wie wir weiterbauen. So. Und ganz ehrlich, ich glaube sogar, ich mache es mir richtig einfach. Problem ist halt die ganzen Blumen überall. Die gehen mir so, die, ne, die werden so ein bisschen hässlich. Ich würde mal sagen, ich mache das Ganze einfach. Also erstmal machen wir nächste Folge. Was soll ich halt machen? Ja, da. So, ja. Bis dann. Tschüss.